Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Pass Rage Quit Horror Episode 5. Ja, ich bin es wieder, Jokets, und wir fangen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich beim Übergang zum zweiten Turm. Ja, was ist sonst passiert? Ich bin runtergefallen. Super. Gut, da das jetzt hier noch nicht so anspruchsvoll ist, fange ich wieder von vorne an. Und da das Ganze hier Creative Mode ist, sterbe ich auch nicht, worüber ich auch nicht gerade undankbar bin. Denn jetzt zu sterben wäre nicht unbedingt das, was ich mir am meisten wünschen würde. Ja, also dieser Übergang jetzt hier ist, sage ich jetzt mal, noch relativ harmlos. Also da habe ich auch schon Schlimmeres erlebt. Und ich sollte, glaube ich, einfach weniger reden, denn ansonsten passiert nämlich genau das. Es ist eigentlich typisch, oder? Es passiert es nicht jedem. Man sagt immer so, ja, es ist total einfach, oder zum Beispiel jetzt in Minecraft, oh mein Gott, hier sind ja überhaupt gar keine Zombies oder Monster oder Viecher oder was weiß ich was. Und genau in dem Moment kommt ein Creeper um die Ecke und entledigt einfach einen seines eigenen Lebens. Von diesem Labyrinth habe ich auch schon was gesehen, als ich in den Screenshots der Map, und zwar sind hier überall Leitern angebracht, aber die meisten dieser Leitern führen einfach nur ins Nichts. Also haben hier weder unten führen, also ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich eine finden, die nach oben führt. Und ja, es ist jetzt so ein Labyrinth und das dürfen wir jetzt einfach mal erkunden. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Wollblöcke. Ui! Ne, hier geht's weiter. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Wollblöcke zerstören und dann einfach mich nach oben durchhangeln. Ich setze jetzt hier mal in. Was ist denn hier los? Okay. Ja, normalerweise sollen wir jetzt keine Blöcke setzen, aber ich habe jetzt hier einfach mal. Ich glaube, das verzeiht. Oder ich hoffe, das verzeiht ihr mir, dass ich jetzt hier einen Block hingesetzt habe, beziehungsweise eine Fackel. Das Ganze diente ja nur dem Zweck, dass dieser Schattenbug verschwand. Ja, es gibt echt eine ganz einfache Methode, aus so einem Labyrinth rauszukommen. Immer nach links gehen, bis es nicht mehr weitergeht. Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal so eine Zeit lang. Warte, ging's hier nicht? Oh, super. Okay, hat sich erledigt. Hat sich doch nicht erledigt. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass ich jetzt hier so eine Zeit in diesem Labyrinth rumirre, und falls es jetzt irgendwie zu lang dauern sollte, kann ich mich ja immer noch straight nach oben durchbauen, graben, zerstören, wie auch immer. Also, da schaue ich einfach mal, nicht, dass das Ganze jetzt hier zu extrem wird. Weil ich habe jetzt hier auch keine Lust, folgenlang in diesem Labyrinth, denn diese Map spiele ich hier nur aus dem einzigen Grund, weil ich diese tollen Parcours-Abschnitte mag. Ja, wie ihr vielleicht auch auf meinem Kanal-Feed lesen konnte, so glaube ich heißt das, baue ich zurzeit meine eigene Adventure-Map. Ich bin mittlerweile beim dritten Raum angelangt und ich schaue mal, dass ich, wenn ich den vielleicht fertig habe, werde ich vielleicht eine erste Version veröffentlichen. Diese Map ist nicht unbedingt einfach. Ich habe so versucht oder will so Themengebiete machen, also dass es jetzt nicht einfach nur immer so alles gleich aussieht, sondern dass man auch schön Abwechslung hat. Genau, das wollte ich sagen. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Was geht's hier lang? Geht's hier lang? Yay, geschafft. Okay, das ist ja noch relativ harmlos, ja. Und jetzt kommen diese Stellen, die ich am meisten hasse. Also, ich zeige euch mal welche, nämlich genau diese Doppelstelle. Die habe ich persönlich auch verbaut in meinem Labyrinth, aber ich hasse sie, weil man genau im richtigen Moment abspringen muss. Ja, und vielleicht überhaupt erstmal richtig springen. Oder bin ich überhaupt an der falschen Stelle? Nicht, dass ich an der falschen Stelle loslege, das wäre ja auch nicht gut, ne? Okay, und Tap? Nee. Hier kann es schon mal nicht losgehen. Oder geht's doch hier los? Ich weiß es nicht. Ha. Ja gut, dann werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen rumspringen und schauen, dass ich hier hochkomme. Yay. Das sind so die Dinge, auf die ich mich die ganze Zeit freue. Und weiter geht's. Nächster Versuch. Yes. Okay. Ich sag jetzt einfach mal, hier ist ein Checkpoint, ne? Okay. Brauchen wir gar nicht.
Dann muss ich, glaube ich, hier rüber. Dann darüber. Und als nächstes hier hochspringen. Jetzt da hochspringen. Darüber muss ich nicht. Oh, super. Habe ich überhaupt nicht vermisst. Nee. Nö, nö, könnt ihr schön vergessen. Ich werde jetzt nicht wieder von vorne. Ich werde jetzt hier nicht, das Ganze nicht wieder von vorne anfangen. Ja, also ich höre mich ja jetzt selber nicht unbedingt so. Also falls ich hier irgendwie etwas leise werden sollte oder weniger reden als sonst, dann ist das einfach dem Umstand zuzuschreiben, dass ich mich hier versuche zu konzentrieren und nicht andauernd runterzufallen und was weiß ich was. Ich weiß nicht, soll ich jetzt darüber springen? Ich springe einfach mal hier rüber. Yay, und wieder runter. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ich schaffe das schon, keine Ursache, Leute, ich schaffe das schon. Wenn diese Steuerung es wenigstens schaffen würde, dass man mal abspringt. Und ja, nein, oh Gott. Okay. Das Ganze jetzt noch nicht zu schwer, aber na, was soll's. Oh, was ist das? Egal, vielleicht sollen wir es noch gar nicht sehen. Also gucke ich da gar nicht weiter hin. Yes, geschafft. Und jetzt geht's wo lang? Hallo? Ach, hier. Was mir auch vorhin passiert ist, ist, dass ich einfach nicht gesehen habe, wo ich hin muss. Also ich habe, dass ich zum Beispiel einfach so eine Leiter übersehen habe. Ich habe gedacht, oh ja, da ist schon was. Und dann habe ich einfach die Stelle übersehen, wo ich hin musste. Ja, so sollte man es vielleicht nicht unbedingt machen. Und da lang. Das hasse ich auch immer so. Also, ich habe jetzt nichts gegen Leiterrätsel, aber die Leitern, die übersieht man meistens so leicht. Also, mir geht es immer so. Ich übersehe die Leitern immer. Und dann ärgere ich mich immer, weil ich dann zum Beispiel, ich glaube, gerade in der Pyramide da. Gerade in der Pyramide da hinten, also im letzten Part, wird das Ganze genau, weil das ist ja Sandstein und Gold und ja, dann kann es durchaus vorkommen, dass man das Ganze mal übersieht. Und vielleicht kann es auch vorkommen, dass ich immer runterfalle. Also falls er jetzt, also jetzt beim, die letzte, das hier ist nämlich gar kein Turm, das ist noch gerade, denke ich mal, in der Bauphase. Also da, was ist jetzt passiert? Da im letzten Turm, ne? Also schreibt mir jetzt unter die Kommentare, wenn ihr wirklich wollt, dass ich jedes Mal, wenn ich runterfall, wieder von vorne anfange. Ich würde es für euch machen, aber dann wundert euch nicht, dass die Episoden oder die Folgen dieses Let's Pass deutlich länger werden als andere Folgen. Weil gerade in diesem Bereich werde ich garantiert sehr oft runterfallen. Weil gerade diese Leiterrätsel kommen, wo man erst hochgeht und dann muss man sich wieder runterlassen. Das hasse ich wie die Pest. Naja, aber ich habe es natürlich in meiner eigenen Map auch eingebaut, weil es soll ja nicht so einfach werden. Ich meine, ich finde, es soll ja auch eine gewisse Herausforderung vorhanden sein. Ne? Also, ja, ich beschwere mich natürlich nur immer, aber selber mache ich es dann auch nicht besser. Ah, das war knapp, das war echt knapp. Und wo muss ich jetzt hin? Hier hoch, gut. Ja, und man ist dann auch immer so leicht aufgeregt, wenn man so reden und sich konzentrieren muss. Und wo muss ich jetzt hin? Ich könnte jetzt raten, dass ich da hin muss, aber ich bin mir nicht sicher. So, doch, muss ich schon. Oh, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass das hier auch überdacht ist und ich jetzt wieder im richtigen Moment abspringen muss. Da war ich gerade, das ging mir auch beim ersten Mal so, obwohl ich es dann hätte eigentlich wissen müssen. Ja. Komm, den Sprung mache ich jetzt nochmal. Das war ja. Ist jetzt nicht so schwer. Und hopp. Und hopp. Und tschüss. Oh Mann, ich dachte jetzt, hier könnte man einfach so runterfallen. Ja, wie ihr auch seht, ich habe am Texture Pack wieder ein bisschen was rumgewerkelt, beziehungsweise habe mir eine neue Version geborgt. Ihr seht es auch jetzt hier am Cobblestone, der sieht wieder anders aus. Unterschied ist jetzt nicht so groß, aber sagen wir einfach so, es ist eine normale Version, die ich euch nicht zum Download bereitstellen kann. Ja. Ach, wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt hier hin.
beende die Folge. Es sollen ja lieber nur so kürzere Parts werden. Dafür haben wir dann was davon. Und dann wird sich wahrscheinlich die komplette nächste Folge darum drehen, durch dieses Labyrinth zu kommen. Denn das sind, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Etagen. Und da ich ja so ein Labyrinth-Profi bin, naja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich wirklich beim letzten Raum, wenn ich einmal runterfall, wieder von vorne anfangen soll. Oder soll ich mir ein paar spezifische Checkpoints setzen oder soll ich einfach so weitermachen wie bisher? Also das würde mich einfach mal interessieren. Und ja, ihr dürft mir auch gerne weiterhin solche coolen Maps empfehlen, denn ehrlich gesagt, das macht mir zurzeit echt mehr Spaß als irgendwelches Survival Island, denn da rege ich mich sowieso nur auf, dass ich da nicht weiterkomme, weil ich einfach nicht die Ziele finde. Ja, und in diesem Sinne, Wiederschauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Feedback ist erwünscht. Tschüllerö.